Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal aus dem Jahr 2020 von Mold King, der Mining Truck. Das Set hat die Nummer 13170 und hat 2044 Teile. Die Bauanleitung ist Mold King typisch aufgebaut. Aha, das sind gleich kleiner Aufkleberbogen drinnen und eine Instruktionsanleitung, wie man Fernbedienungen so bedient. Wenn wir schon da sind, es gibt vier Motoren. Das blendet alles ein bisschen. Es gibt vier Motoren, zwei XL-Motoren, AL und ein Servo. Wie gesagt, Mold King typisch, alles was neu ist, wird rot umrahmt, was neu gebaut wird. Die anderen Teile bleiben in der Farbe. Es wird nichts ausgeblasst, es wird nichts ausgegraut. Es ist alles ganz normal und wie eben typisch für Mold King. Die Bauanleitung hat 195 Seiten. Ups. Besteht aus 6 Bauabschnitten, sieht man da, 1 bis 6, und hat 542 Bauschritte. Das ist der letzte, 542. Und dann ist er fertig, der Mining Truck. Ich freue mich schon wieder auf ein Technikmodell, weil jetzt in letzter Zeit habe ich wenig Technikmodelle gebaut. Und das ist eher meins. Es gefallen mir die anderen Sachen auch, aber Technik ist mir doch das Liebste. Gut, ich möchte dann nicht lange herumreden, weil ich gemerkt habe in letzter Zeit, ich rede wieder so viel bei den Videos, die werden einfach zu lange. Ich möchte das alles ein bisschen kürzen und schneller auf den Punkt kommen. Ich lege gleich los. Bauabschnitt 1. Der Bauabschnitt 1 ist beendet. Gebaut habe ich mal das Untergestell von dem Mining Truck. Gebraucht habe ich dafür gute 2 Stunden. Was ist dabei rausgekommen? Ich schätze jetzt mal, das wird vorne sein. Da wird jetzt dann die Vorderachse dann drauf kommen. Ich habe noch nicht vorgeblättert, weil ich mich gerne überraschen lassen möchte. Und dieses da, das und das, das ist dann später das Getriebe, wo da dann die Aktuatoren dann drauf kommen werden für die Kippmulde. Und dieser Motor da, der L-Motor, ist dann zuständig für das Auf- und Abkippen
der Kippmulde dann, also der aktiviert dann die Aktuatoren oder treibt die Aktuatoren an. Die müssen deshalb so flexibel sein, flexibel aufgehängt sein, weil ja der Winkel sich dann ändert. So in der Höhe dann werden sie wahrscheinlich aufgestellt sein, wenn die Kippmulde hochgestellt ist oder gekippt ist, und wenn sie einfährt, ändert sich ja der Winkel, und dadurch muss man das flexibel quasi lagern und gehen dann ein bisschen runter. Dieser Bau hier von dem Element da war ziemlich komplex. Man sieht, da ist da einmal Dreier reingekommen, da einmal Dreier Liftrahmen, meine Technikrahmen. Man muss sehr viel da drinnen bauen. Es ist einiges an Zahnrädern verbaut worden. Also man sieht, wenn ich da jetzt meinen Finger zum Vergleich hernehme, es ist schon filigran. Also entweder habe ich dicke Finger, was natürlich auch der Fall ist, aber es ist auch sehr, sehr kompakt gebaut. Also es ist nicht allzu groß, und das bedarf schon einiger Fummelarbeit, das Ganze. Das ist dann, von unten schaut das Ganze so aus. Das wird dann, ich schätze mal, ich kann es aber nicht sagen, wohl, wird schon stimmen, der Antrieb für die Hinterachse werden. Ich glaube, dass da dann irgendwo dann der Motor herkommen wird, der XL-Motor oder vielleicht die zwei Motoren. Ich weiß noch nicht, wie sie das machen werden. Wie gesagt, ich will mich überraschen lassen. Aber es kann schon sein, dass da vorne die beiden XL-Motoren reinkommen werden, weil Platz genug wäre ja für den Antrieb hinten. Und das ist dann schon der Rahmen für das Vordergestell, wo dann da die Aufhängung drauf kommen wird, und dann oben die Plattform mit der Kabine. Ja, so viel mal dazu. Kleine Untersetzung ist auch noch da drinnen. Schauen, ob man es ein bisschen sichtbar machen kann. Schwer. Da habe ich ein paar Zahnräder, und die gehen dann daher und zu dem, dass der Motor quasi beide Seiten dann antreibt. Ja, das wäre Bauabschnitt 1 gewesen. Weiter geht's mit Bauabschnitt 2. Der Bauabschnitt 2 ist beendet. Ich habe weitergebaut am Grundgestell. Gebraucht habe ich dafür gute 2 Stunden wieder. Was ist neu dazugekommen? Zum einen sind jetzt schon Motoren hinzugekommen. Die 2 XL-Motoren. Der Servomotor. Und der war ja schon vorher drinnen, der L-Motor. Also ich denke, jetzt haben wir es alle verbaut, die Motoren. Der Akku fehlt noch. Aber sonst war es das mit den Motoren. So schaut das Ding von unten aus. Es ist eigentlich, ich hätte mir eigentlich ein bisschen größer vorgestellt, muss ich sagen. Er ist nicht allzu groß, er ist relativ kompakt. Also das überrascht mich ein bisschen. Ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt, aber schauen wir mal. Noch ist er ja nicht fertig.
Was genial gelöst wurde, ist der Antrieb, sprich die zwei Motoren. Man sieht es da, gehen einmal auf dieses Zahnradpaar, auf das tandfarbene. Einmal ist die vordere Linie und einmal ist die hintere Linie. Das, so einen Antrieb habe ich auch noch nie gesehen. Genial gelöst, super gemacht. Also, da unten die zwei Zahnräder greifen auf das da. Die vorderen zwei greifen auf das, gehen auf diese Achse und dann da zurück zum Differential. Perfekt. Super gelöst. 1A, Lösung top. Das nächste, was mir aufgefallen ist, die Hinterachse. Ich habe jetzt schon einige Hinterachsen gebaut von verschiedenen Modellen. Aber das ist wieder mal was ganz was Neues. Also auch recht kompakt, wie man sieht. Es ist nicht groß, aber irrsinnig steif gebaut, irrsinnig komplex zusammengebaut mit Versteifungen, Verstrebungen. Also wieder auch sehr, sehr gut gelöst. Wahnsinn, bin echt begeistert wieder. Hut ab dem Designer für das Ganze. Top gemacht. Federung. Schauen wir mal, ob sie reicht. Hinten haben wir nur eine Feder pro Seite. Vorne haben wir zwei Federn pro Seite. Einzelradaufhängung vorne. Die ist schon ein bisschen steifer. Vielleicht, weil vorne halt auch die Motoren sind und der Akku. Na, schauen wir mal. Aber theoretisch könnte man hinten ja was laden, aber ist ja nur ein Modell, so viel. Da lädt man ja eh nicht rein. Das haben wir eh schon besprochen mit dem Antrieb für die Aktuatoren zum Kippen der Lademulde. Es ist die Einzelradaufhängung ist noch dazu gekommen. Ich finde, die ist eigentlich sehr einem Original Fahrzeug eigentlich nachempfunden. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Cool wäre natürlich noch gewesen eine Allradlösung. Aber die hat man in dem Fall halt verzichtet. Da ist das Gleiche. Mit der Lenkung, das ist vielleicht auch interessant, wie man sieht. Moment, ich probiere das irgendwie zum Einfangen. Man sieht es, glaube ich, ein bisschen. Ja, sieht man schon. Das Servo, muss ich so anfangen, geht nicht anders. Das Servo ist liegend angebracht, wie man sieht. Der liegt da drinnen. Der ist nicht stehend, aus Platzgründen, aber es macht ja nichts. Ja, ob er jetzt liegt oder ob er steht, er dreht ja trotzdem in die gleiche Richtung. Gute Idee, toll gemacht. Aber was ich noch besser finde, was mir noch besser getaugt hat und mir imponiert hat, das ist das Zahnrad, was auf die Zahnstange dann geht, was da dann zur Lenkung links und rechts dann rausgeht. Wie man sieht, das ist nicht in der Mitte. Das wäre die Mitte da und das ist außer der Mitte. Auch aus Platzgründen so gemacht. Geniale Lösung, top. Also wirklich spitzenmäßig gemacht. Gefällt mir auch sehr gut. Also ganz kompakt, gute Bauweise. Da, das habe ich gemeint, die Verbindung da oben, da drin ist die Zahnstange mit dem Zahnrad. Und da sieht man es zum Beispiel sehr gut. Da ist das Gleiche und da ist mehr Platz, bis dann das das Gestänge, also das, na, wie heißt es, gerade vorher habe ich es noch gesagt, jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Ist egal, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Bis das anfängt und da sieht man es, dass es gleich anfängt. Zahnstange, jetzt hat man es, jetzt habe ich es. Die Zahnstange fängt gleich hier an, das Schwarze da.
ist die Zahnstange und die sitzt rechts verschoben auf den, ich glaube, ein 11er Liftarm ist es. Und da ist der gleiche 11er Liftarm. Und da sieht man, dass die Zahnstange weiter drinnen anfängt. Ich hoffe, das hat man irgendwie ein bisschen gesehen. Aber es ist halt versetzt. Es ist nach rechts versetzt. Das da hinten ist auch eine witzige Lösung, wie sie das gebaut haben. Auch relativ steif. Also ziemlich gut gemacht. Bin schon neugierig, wie es weitergeht. Gut, das war der Zwischenstand nach Bauabschnitt 2. Weiter geht's mit Bauabschnitt 3. Der Bauabschnitt 3 ist beendet. Weitergebaut habe ich die Front. Gebraucht habe ich dafür gute 2 Stunden wieder. Also man kann rechnen, pro Bauabschnitt, bis jetzt halt zumindest, gute 2 Stunden. Was habe ich gebaut genau? Es ist zum einen mal die... Hoppala, habe ich das Licht runtergerissen. Das wird übrigens nur an 2 solche Halbpinne Raum gemacht. Also da muss man wirklich sehr aufpassen, dass man da nicht viel ankommt, weil sonst bricht es runter. Gut, wo bin ich stehen geblieben? Ja, was habe ich gebaut? Im Detail. Vorne ist ein großer, ich sage mal, Kühlergrill dazu gekommen. Es macht nämlich sowieso, das Modell macht sowieso den Eindruck, als ob es, wenn es mal fertig ist, ich sage es kurz, wieder so ausschauen. Es macht den Eindruck, als ob das Modell einem Liebherr T282 nachempfunden würde. Der Liebherr T282 ist einer der größten, wenn nicht der größte und stärkste Multenkipper, was man momentan kaufen kann. Wird in den USA, in Virginia, glaube ich, wird er produziert. Bei den Liebherr-Werken. Und das Modell schaut dem sehr ähnlich und ich persönlich stehe auf solche großen Maschinen und das war auch der Grund, warum ich mir das Modell da gekauft habe und den zusammenbauen möchte. In echt versteckt sich da dahinter auch ein riesengroßer Wasserkühler, der den Motor da drinnen antreiben wird. Wir haben da drinnen, da kann man die Klappe aufmachen, momentan auch die 2 Motoren. Ich habe schon wieder das Licht runtergerissen. Man braucht wirklich nur ganz leicht ankommen. Ja. Zwar auch die Motoren, aber ich glaube, es wird dann auch die Akkubox reinkommen, weil das wäre der beste Platz dafür. Die Kabel habe ich schon hergelegt, also es bleibt gar nichts mehr anderes übrig, da muss die Akkubox rein. Das ist super gelöst, muss ich sagen, man kommt super hin zum Laden der Akkubox, zum Ein- und Ausschalten. Wirklich gut gemacht. Von oben sieht man schon die Plattform, es ist wie in echt noch gemacht.
dass man drauf halt gehen kann. Es ist auch schon die Fahrerkabine, ist auch schon fertig modelliert darauf. Der Aufstieg mit den Stufen ist schon angedeutet. Also es wird. Bin ganz begeistert. Nach wie vor macht es großen Spaß, den zusammenzubauen, weil einfach die Bautechniken so genial sind bei dem Modell, dass auf kompakter Bauweise, was ja also der Liebherr Muldenkipper auch ja ist in Wirklichkeit, von der Größe her ist er und was er tragen kann an Nutzlast, ist er eigentlich hier wirklich kompakt. Das bin ich jetzt übertrieben gesagt, aber ich empfinde das halt so. So, also von hinten. Und macht großen Spaß, wie gesagt. Es ist auch genial, dass das alles zusammenpasst mit der Schräge da. Das hat auch wirklich, der Designer hat das auch wirklich gut gemacht. Das hat jetzt Stabilität, also da bewegt sich auch nichts mehr. Es ist wirklich Hammer, das Modell. Bin wirklich ganz, ganz groß begeistert. Die Steinequalität ist wie bei GoBricks üblich sehr gut. Es gibt gar nichts zu bemängeln. Es sind auch die Pins alle super zum Reinstecken, zum Verbinden. Es gibt keine Unterschiede bei der Klemmkraft. Alles top. Schön wäre es halt gewesen, wenn es da vielleicht weiße Pins genommen hätten, aber es ist schwarz auch okay. Durch das, dass man da die Löcher hat und Schatten auch drinnen steht, ist es schon okay mit schwarz. Da sieht man halt wieder ein bisschen blau. Aber ja, das wäre halt toll gewesen, wo man weiß sich, dass man weiße Pins nimmt. Bei schwarz vielleicht schwarze Pins, da sieht man ein bisschen blau vorluben, da ein bisschen rot. Das haben sie halt leider Gottes dem Lego nachempfunden. Aber sonst, wie gesagt, Top-Gerät. Noch mal der Blick von unten. Bin echt ganz begeistert. Gut, das wär's zu Bauabschnitt 3. Es folgt der Bauabschnitt 4. Kann ich noch kurz zeigen, ein bisschen anteasern. Wir sind momentan auf Seite, tust du das scharf stellen? Auf Seite 100. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt scharf stellen kann. Schaffst du das? Nö. Seite 100. Die ganze Anleitung hat 195 Seiten, also wir sind gut über die Hälfte drüber. Bei Abschnitt 4 kommen schon dann die Räder drauf. Und es wird vorne ein bisschen weiter gebaut, wie man sieht. Das Ganze kommt aber erst nächsten Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich noch eine schöne Zeit. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.